So Leute, ich bin's wieder, euer Philosophy, endlich mal wieder zurück bei Kid Icarus Uprising. Und wir machen weiter mit dem 14. Kapitel Schlacht des Donners. Wer uns da wohl erwarten wird, ich weiß es nicht. Wir spielen 3,0, weil wir es können und weil ich ein Feigling bin. Und ja, ich habe den lieben Engel jetzt schon ziemlich lange warten lassen, aber das liegt daran, dass es halt mal zu warm war, dann war keine Zeit vorhanden und so weiter und so fort. Aber jetzt habe ich mal wieder die Zeit gefunden, hier was aufnehmen zu können. Ansonsten würde mich Sam jetzt auch nämlich verprügeln, denn und ich würde nicht zu essen bekommen, denn eigentlich bin ich Sam Samuels Sklave, das weiß nur niemand. Das darf ich ja eigentlich auch nicht sagen, aber der Sam Samuel guckt das eh nicht. Das steht alles in meinem Arbeitsvertrag, dass ich ja eigentlich nicht darüber reden darf, aber ich mache es einfach trotzdem, damit ihr auch mal erkennt, wie der Sam Samuel mich so behandelt. Das ist ja nicht mehr menschlich, wie der mich behandelt. Das ist schon ziemlich böse, aber naja. Also falls ihr mal ein Angebot von Sam Samuel erhaltet, ob ihr ein Video auf seinem Kanal oder ein Gast-Let's Play auf seinem Kanal machen möchtet, dann solltet ihr euch den Arbeitsvertrag gut durchlesen, weil sonst endet ihr so wie ich. Ich hoffe, das Subchamp hat es richtig gemacht und hat sich da alles gut durchgelesen. Weil sonst. ist er vermutlich auch so wie ich geendet. Ich denke fast. Er hat sich den Arbeitsvertrag genauso schlecht wie ich durchgelesen und ist auch versklavt worden vom Sam Samuel. Aber ich muss ja jetzt den Sam Samuel hochloben, weil der ja mithören könnte. Und ich eigentlich gar nicht über meinen Arbeitsvertrag hier mit ihm reden darf. Aber das ist mir vollkommen egal. Euch mute ich das zu. Und natürlich ist das alles hier nur Sarkasmus. Das ist natürlich nicht ernst gemeint. Ich mache das ja freiwillig hier auf Games Motion. Sonst wäre auch die letzten Wochen wohl auch Videos gekommen, hätte ich wirklich irgendwie einen Arbeitsvertrag mit ihm oder einen Vertrag mit ihm. So nach dem Motto, du musst ja Let's Plays machen, weil ich keinen Bock habe. Beziehungsweise du arbeitest hier für mich. Damit wir, keine Ahnung, mehr Zuschauer bekommen. Und ja, ich bezahle dich dafür. Und dann kriegst du gutes Essen und was weiß ich. Und dann wirst du gut gepflegt. Wie so ein Hund halt, ne? So, jetzt aber erstmal wieder zurück zu ernsteren Themen, nämlich diesem Krieg, der hier scheinbar ausgebrochen ist. Ein Krieg unter Wasser, wie scheint. Und das dort unten ist, glaube ich, Dionysos. Was ist Dionysos? Ich weiß es gar nicht genau, aber ich glaube, da stand was von. Ich kann mir die Texte da unten ja mal nicht durchlesen, weil es ein bisschen ungünstig für mich. Ja, ich weiß nicht. Sind die Untertitel auf dem oberen oder auf dem unteren Bildschirm für euch besser oder für mich besser? Ich weiß es nicht so ganz. Ihr solltet euch auf jeden Fall das Let's Play, wie gesagt, immer zweimal anschauen, beziehungsweise das Video immer zweimal anschauen. Einmal für mein Gelaber und einmal für das Gelaber von denen da unten. Ist bestimmt ganz interessant, was die da labern. Ich schaue mir das auch ab und zu nochmal an, um mein Gelaber selber zu ertragen. Nee, das mache ich tatsächlich ab und zu mal, dass ich mich selber nochmal anschaue halt, um zu gucken, war das ein guter Part? Habe ich über gute Themen geredet oder war es eher so, wisst ihr, so wie die meisten Parts von mir eigentlich, nein, Spaß natürlich nicht. Also manche Parts, wo ich dann doch über manchmal ernstere Themen rede, gefallen mir doch selber ganz gut. Finde ich dann auch selber, dass ich das ganz gut rübergebracht habe. Das kann man ja mal sagen. Man soll ja auch manchmal seine eigene Arbeit wertschätzen, bin ich der Meinung, nicht wahr? Wenn ihr selber YouTuber seid, macht ihr das eigentlich auch so, dass ihr manchmal eure eigenen Videos nochmal anschaut, um so ein bisschen zu reflektieren? Ja, das habe ich gut gemacht, das war jetzt nicht so gut, das könnte ich nochmal verbessern, das könnte ich ändern, darüber könnte ich vielleicht nächstes Mal reden, das Thema könnte ich im nächsten Part mehr ausschweifen und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, wie ist es bei euch? Also bei mir ist das auf jeden Fall so, dass ich mir da immer so ein bisschen Gedanken mache. Also ich möchte euch ja auch möglichst gute Qualität bieten, beziehungsweise möglichst interessante Let's Plays. Und wir haben den Luftabschnitt, wie scheint, abgeschlossen. Zumindest ist dort eine Insel. Der Tempel der Donnerwolke ist da. Das ist aber interessant. Klingt spannend. Wer ist das denn eigentlich? Ich habe keinerlei Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie die Frau heißt, aber ich glaube, der Kerl, also dieses grüne Etwas, ist Dionysos. Wenn mich nicht alles täuscht, aber ich kann mich auch täuschen. Ich habe keinerlei Ahnung. Werden wir noch in diesem Part herausfinden, denke ich.
Wird er, ich glaube, das wird eh der Boss sein, wenn dann. Und dann wird es da unten drunter stehen. Ja, ich schätze mal. Mal schauen. Werden wir gleich. Pardon, erfahren. So, aber erstmal geht es jetzt in den Erdbereich, oder auf dem Erdbereich dieses Levels, auf dem Boden. Auf dem Boden der Tatsachen kommen wir nun zurück. Genau, genug, dann kommt bla bla bla. Mir wurscht. Und hier gibt es erstmal Food. Footy Food. Footy Food Food. Footy Footy Food. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Ihr googelt jetzt. Nein. Ist schon okay. Ist schon okay. Ihr wisst vermutlich eh nicht, was das unbedingt bedeutet. Von daher lasse ich das mal sein. Und wir sind jetzt auf dem Boden. Und das ist ja spannend, dass ich das euch erzähle. Das hätte ihr bestimmt nicht mal herausgefunden, dass wir auf dem Boden sind. Ne, ich weiß nicht. Ich kann auch nicht so gut über das Spiel an sich reden, weil, ja, was soll ich hier großartig sagen? Ich meine, wow, jetzt baller ich Gegner ab. Nun gehe ich durch die Tür und fahre mit einem Fahrstuhl. Und zu dem Fahrstuhl kann man sagen, er hat keine langweilige Fahrstuhlmusik, sondern actionreiche Fahrstuhlmusik. Also keine langweilige, sondern spannende Fahrstuhlmusik. Doch, das kann man so sagen. Ja doch. Und wir haben übrigens immer noch den Bogen aus dem letzten Part, glaube ich. Ja, es muss ja sein. Wenn mir nie alles täuscht. Na, das muss ja sein. Und wir haben die Schnellaufladung. Die sind natürlich unglaublich nützlich, weil ich ja auch immer so gut die Achievements da unten nutze, beziehungsweise die Gegenstände, die wir bekommen, nutzen. Aber kann ich ja einfach mal machen. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt angeklickt habe, aber. Okay, ich habe den Supersprung angeklickt, was auch immer der, für was auch immer der gut ist. Übrigens erinnern mich diese Bomben an ein Item aus Super Smash Bros. Brawl. Täusch. Ne, die sind auch aus Smash Bros. Brawl, also beziehungsweise die sind hier aus dem Spiel und wurden in Smash Bros. Brawl übernommen, ne? Oder täusche ich mich jetzt komplett? Ich weiß gerade nicht. Ich weiß gerade gar nicht, wo sie. Doch, das sind die X-Bomben. Klar, das sind die X-Bomben aus Super Smash Bros. 4. Ich spiel gar nicht so oft Smash, muss ich sagen. Was ist das denn? Keine Ahnung. Also, hat die gerade gesagt, ich soll das aufbrechen oder was hat die gesagt? Ich hab's nicht gelesen, tut mir sorry. Hallo, darf ich mal bitte. Was ist das denn? Supertropfen. Interessant. Okay. Was auch immer der Supertropfen ist, die wird es mir wahrscheinlich gerade unten erklären, aber das ist mir gerade vollkommen egal. Vermutlich ist das dann so wie so ein Superstern aus Super Mario, dass ich halt nicht getroffen werden kann, beziehungsweise halt unverwundbar bin. Wow, ich bin verwirrt. Na gut, das bin ich eigentlich immer, aber ihr wisst schon, verwirrt. Also in dem Spiel verwirrt. Kumpel, du kannst ein bisschen ätzend werden, weißt du das? Boah, ich sterbe gleich. Ich werde in diesem Level, glaube ich, sterben. Aber ich habe keine. Ich möchte das nicht. Nö. Ich möchte nicht sterben in dem Level. Nein. Ich werde noch oft genug sterben, vermutlich in den letzten. In den hinteren Levels. Was macht ihr eigentlich, wenn ihr euch versprecht? Also. Lasst ihr das drin? Versucht ihr das. Wo? Versucht ihr es rauszuschneiden oder wie macht ihr es, wenn ihr euch mal versprecht? Beziehungsweise, ich denke, es kommt auch immer darauf an, an welcher Stelle ihr euch versprecht. Wenn ihr euch direkt am Anfang versprecht, schneidet ihr es dann raus oder lasst ihr es drin oder, ja, keine Ahnung. Also, mir ist es eigentlich relativ egal, ob ich mich mal verspreche. Ich meine, das ist ja auch irgendwo menschlich. Nobody's perfect, sage ich immer. Und da kann man sich ruhig mal versprechen. Ich denke, das ist auch nicht weiter schlimm. Auch wenn es am Anfang ist, dann lass es halt drin. Ist manchmal bestimmt ganz lustig, wenn ich dann irgendwie einen falschen Titel sage oder so, falls ich einen Aussatz habe. Wie ich das letztens bei Super Mario 3, nee, bei League Batman, weiß gar nicht mehr. Irgendwo hatte ich auf jeden Fall so einen Aussetzer, wusste nicht mehr, wie das Spiel hieß. Kurzer Aussetzer, dann kam ich wieder drauf, wie das Spiel heißt. Ist bestimmt ganz lustig eigentlich. Also ich kann euren Humor ja nicht einschätzen, jeder hat ja einen anderen Humor, muss ich sagen. Und von daher, ich kann es eh nicht jedem recht machen. Also, ich sag mir mal so, wenn ich selber drüber lachen kann, denke ich mal, es wird auch anderen gefallen. Ich meine, ich habe schon einen sehr breit gefächerten Humor, bin ich der Meinung. Also, ich lache über vieles.
Ja, ob das jetzt gut ist zur Beurteilung oder nicht, das weiß ich selber nicht, aber ich würde schon behaupten. Weil irgendein Geschmack wird es treffen, ob es jetzt deiner ist oder nicht, das sagt dir jetzt das Licht. Nee, das ja, kommt halt drauf an, ne? Ich kann nicht in deinen Kopf schauen, muss ich sagen. Tut mir sorry, aber das geht nicht. Das geht nicht so leicht, wie du dir das denkst. Ich würde gerne in deinen Kopf schauen. Wobei, möchte ich unbedingt in manche Köpfe schauen? Ich glaube nicht. Ihr seid doch alle kleine Fergelbe, stimmt hier, ne? Nein, Spaß. Keine Ahnung. Ich kenne euch doch alle nicht. Stellt euch... Wow. Stellt euch gefälligst persönlich beim... euch bei mir vor, so dass ich euch in die Arme nehmen kann, begrüßen kann, mit euch knuddeln kann und euch beurteilen kann natürlich. Nee, Spaß. Nur Spaß. So, nehmen wir uns ein bisschen Fleisch. Ich hätte jetzt gerne ein bisschen Fleisch. Nee, auch gerade Fleisch. Dann kommt zu mir. Ich gebe euch. Nee, das war ein Scherz. Ich gebe euch kein Fleisch. Ich habe gar keins hier. Sonst hätte ich euch aber. Ach nein, das ist. Ach nö, das ist der Kack hier. Da muss man immer aufpassen, dass man nicht dazwischen der Scheiße gerät. Also, ihr wisst schon, welche Scheiße ich meine. Ihr wisst sicher, welche Scheiße ich meine. Zwischen der Elektro-Scheiße halt, ne? Oh, ich hasse ja sowas. Vor allem, weil Pit auch nicht von selber springen kann. Das ist so ätzend. Man muss halt immer, hier, das hier kann ich höchstens machen, aber so kann Pit halt nicht springen und bäh, dann ist er auch noch paralysiert, was mich auch nochmal einschränkt und bäh. Das ist Kacke. Wisst ihr, das ist Kacke. Kacke. Das ist genauso Kacke. Alles Kacke. Ausweichmarke. Och Mensch. Hör doch mal auf, Kack Elektro Zeug. Kack Elektro Kack. Ja, Kack Elektro Kack. Das habe ich gerade gesagt. Oh, stirb jetzt. Danke. Könnt ihr die Scheißtür bitte mal auf sein? Nein? Wo? Wo bist du denn? Zeig dich. Geht doch. Meine Güte. Warum denn einfach, wenn es kompliziert geht? Ne, mein Freund? Ne? So kenne ich dich. So richtig sadistisches Arschloch bist du. Ich hasse dich dafür. Also so gemein zu mir bist. So, mal kurz aufladen, bitte. Jo, damit geht's meistens besser. Und wir gehen fallen. Wir gehen fallen vor allen Dingen. Wir fallen einfach runter. Meine Güte, Flassi, drück dich doch mal vernünftig aus, mein Junge. Mein Junge. Okay, wir kommen zum Zentrum. Ich denke, wir werden erstmal überrollt. Das ist eine gute Voraussetzung. Oh nein, kommen ja jetzt noch mehr von den Viechern entgegen. Ich habe so fast das blöde Gefühl, werden noch mehr von diesen Viechern kommen, von den Dicken. Obwohl, ich habe gar nicht so das Problem mit dem. Wow. Was zur Hölle war das denn gerade? Ich habe keinerlei Ahnung. Aber das lässt sich sicher bald herausfinden. Was bist du denn für ein Ding? Egal. So, immer alle hier abschlachten, umbringen, töten. Das macht Spaß, so muss es sein. Nein, Kinder, ich will euch hier zu nichts anstiften. Ihr sollt ganz brave, liebeartige Kinder sein. Sonst werdet ihr von mir verprügelt, höchstpersönlich. Und dann kriege ich Ärger mit euren Eltern. Genau so ist es. Obwohl... Ja, wenn ihr seid kleine Petzen, wenn ihr das guckt, beziehungsweise dann verpetze ich euch, weil ihr vermutlich dann jünger seid und dann spielst du erst ab 12, dort dürft ihr ihn gar nicht sehen. Mann, du Kacktruhe. Ruf mich ab. Okay, ich hau ab. Ich hab's kapiert, ich hau ab. Ja, ist okay. Ist okay. Wow. Ich hab ein bisschen Angst, ne? Ich habe dezent Angst. Hört auf mich anzugreifen mit eurem Scheiß, bitte. Was? Hätte ich gerade eine Facecam, dann hättet ihr das Entsetzen in meinem Gesicht sehen können. Und jetzt nochmal. Ba, ba, ba. Ja, wir wollen fortsetzen. Fuck you. Und mir ist gerade mega warm. Oh nö. Oh nö. Na gut. Ich glaube, ich bin jetzt ganz unten auf dieser Kacke. Oder? Nee, doch nicht. Ach, das geht ja. Das ist ja angenehm. Das kann man machen. Das ist schon okay. Sind wir. Kurz vor der Tür. Oh ja. Ja, wir kommen zum Boss. Das ist schön. Das ist schön. Das ist wunderschön. Und das wird Dionysos sein, ne? Das weiß er doch, oder?
Oder? Ich weiß es nicht. Boah, mir ist gerade sauwarm. Hallo? Ach nee, das ist die. Wie heißt sie denn jetzt? Dann ist im nächsten Part. Was? Potzblitz? Was? Bla 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 bla. Aua, aua. Potzblitz, Phosphora. Okay. Okay. Dann los, Phosphora. Wo bist du denn? Da bist du. Wow, wo ist sie denn? Ich sehe sie gar nicht mal. Alter, die ist wahnsinnig schnell, ne? Ja, man muss hier halt wirklich gut ausweichen, weil die scheiß Elektro-Kacke hat und die paralysiert uns. Und das ist nie so schön. Das muss nicht sein. Das muss auch alles nicht sein. Das ist schon okay. Und Hades, hör auf uns zuzulabern. Warum reden eigentlich unsere Gegner alle mit uns? Ich habe keinerlei Ahnung, aber es wird schon seine Gründe haben. Weiß gar nicht, sollte ich jetzt weiter aus der Ferne angreifen oder? Ich glaube doch, von der Ferne ist glaube ich besser, sie anzugreifen. Wobei, ich weiß ja nicht. Oh Gott! Ja, es ist besser, sie aus der Ferne anzugreifen. Doch, definitiv, dann kann uns das nicht passieren, dass wir da rein laufen. Das sollte man. Wow. Möglichst verhindern, dass man da in ihren scheiß Elektromagneten reinläuft. Sie ist voll das Elektro-Pokémon. Nee, keine Ahnung. Mir fällt gerade kein passender Vergleich zu ihr ein. Gibt es diese Phosphore eigentlich wirklich in der griechischen Mythologie? Also als Donnergöttin oder so? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne jetzt auch nicht alle griechischen Götter. Ich kenne nur die wichtigsten halt. Aber von ihr habe ich jetzt noch nie was gehört. Naja, egal. Wir haben sie besiegt und das ist alles, was zählt. Wir haben den Kontakt am Halten. Ja, wir können den Donner nicht sehen. Ist schon klar, Phosphora. Oh, ich bin mehr süß. Die hat mich süß genannt. Oh, ich ja süß. Oh nein. Okay, Viridi ist als nächstes dran. Oder auch nicht. Oh nein. Bald ist alles dran. Ja, ich weiß jetzt mittlerweile schon, wie viele Parts das Projekt haben wird. Nehmen wir den Kontaktarm und wir halten ein paar. Ja, ein, zwei. Kapitel 14. Spieler als Kapitän innerhalb von 17 Minuten durch. Wundervoll. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir im nächsten Part weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssikowski, euer Flastwie. Bye bye.